Das Schokoladenmuseum in Köln. Eine Attraktion, die seit 25 Jahren Millionen Besucher anzieht. Untrennbar damit verbunden die Namen zweier Schokodynastien vom Rhein, Stollwerk und Imhoff. Ein Museum zur Kulturgeschichte von Kakao und Schokolade. Bei seiner Gründung einzigartig in Deutschland. Und Symbol für einen knallharten Konkurrenzkampf in der Süßwarenindustrie. Guten Abend, ich bin von Stollwerk. Seit über 100 Jahren eine der renommiertesten Schokoladenfabriken der Welt. Stollwerk, eine Schokolade, die immer Freude macht. Wer an Stollwerk denkt, denkt zuerst an das Museum am Kölner Rheinufer. Dessen Herzstück, der legendäre Schokoladenbrunnen. Mehr als 600.000 Besucher kommen jährlich hierher. Und jeder darf naschen. Täglich gehen bis zu 50 Kilogramm Schokolade durch den Brunnen. Eine brillante Idee. Sie stammt von Hans Imhoff, zuletzt der große Stollwerk-Patriarch. Das Museum sollte genau das auch verkörpern, was ihn in diese Branche hineingebracht hatte. Der Heißhunger auf Schokolade. Ohne einen solchen Genussmoment wie dieser Schokoladenbrunnen wäre für ihn nie ein Museum denkbar gewesen. Mit dem Bau hat Hans Imhoff sich und der Ära Stollwerk ein Denkmal gesetzt. Bestätigung und Anerkennung. Darum ging es ihm sein ganzes Leben. Er kam ja nun aus ganz normalen Verhältnissen. Und ich denke, er wollte in eine höhere Welt aufsteigen. Von klein auf hatte Hans Imhoff einen großen Traum. Und der hieß Stollwerk. Ein Familienunternehmen, das in der Kölner Südstadt höchst erfolgreich Schokolade produzierte. Der imposante Firmensitz, Palazzo Schoko, nannten ihn die Menschen ehrfurchtsvoll. Untrennbar mit dem Namen Stollwerk verbunden, die Kamelle. Bonbons für den Karneval. Stollwerk. Das war eine rasante Erfolgsgeschichte. Über mehrere Generationen hatten sich die Schokoladenfabrikanten von Köln aus einen Weltruf aufgebaut. Vor dem Ersten Weltkrieg zählte Stollwerk zu den größten Schokoladenfabriken der Welt. Doch zwei Weltkriege beendeten den steten Aufstieg der Schokoladendynastie. Bomben hatten ihre Produktionsstätten weitgehend zerstört. Das Geschäft lag am Boden. Aber die Wirren im besetzten Nachkriegsdeutschland boten auch Chancen. In dieser Zeit begann eine weitere Karriere. Die von Hans Imhoff. Mit unternehmerischem Geschick und wenig Skrupel machte der junge Mann auf sich aufmerksam. In Bulley an der Mosel. Weit ab von Köln, weit ab von seinen Schokoladenträumereien aus Kindertagen, versuchte er sich als selbstständiger Kaufmann. Ich habe geholt, aber ich war legitimiert, weil ich eine Zulassung hatte als Lebensmittelgroßhändler für den Kreis Zell. Und habe dann kompensiert Wein von der Mosel in die englische Zone, nach Köln. Und von der englischen Zone Eisenwaren und Gebrauchsgegenstände, Schippen und Zangen und Nägel. Und haben die gegen Wein getauscht. Und das war doch recht profitabel. Aber alles hart am Rande der Legalität. Ich würde sagen, das war nicht daran, das war mittendrin.
Herr Imhoff hat alles verkauft. Vom Hering über Rasierklingen, alles Mögliche, und wollte dann auch Schokolade verkaufen. Irgendjemand hat Schokolade angerührt, weiß der Teufel, wie die das damals gemacht haben, haben die in die Formen gegossen und haben sie im Flur abgekühlt, also ohne Kühlanlage, und am nächsten Tag ausgetafelt und dann in seinem Lebensmittelgroßhandel verkauft. Sehr schnell hat der Herr Imhoff spitz gekriegt. Mensch, damit kann man ja Geld verdienen. Nun also wollte er endlich seine eigene Schokoladenfabrik. Gegen alle Widerstände. Er hatte keine einzige Kakaomaschine. Er hatte keinen Fachmann, der das konnte. Es gab keine Marke, die man von ihm hätte abfragen können. Also insofern war das ein Riesenwagnis, das kann man nicht anders sagen. Imhoff fehlte vor allem die wichtigste Zutat, der Kakao. Doch Hindernisse spornten ihn eher an. Sein Angebot? Lebensmittel. Im Tausch gegen Schokolade aus amerikanischen Care-Paketen. Diese Schokolade habe ich gekauft, habe sie ausgepackt, habe sie in kleinen Töpfchen eingeschmolzen, auf Spiritus kochen, habe also die Schokolade flüssig gemacht, habe damit Pralinen hergestellt. Und das waren die ersten Pralinen Deutschlands. Deutschland war heiß auf Schokolade. Und Imhoff verdiente gut daran. Für 7 Mark Abgabepreis gingen seine Teddy-Pralinen an Kaufhäuser wie Kaufhof oder Karstadt und wurden dort für 10 Mark weiterverkauft. Es ging bergauf. Läden und Regale waren wieder voll. Die Wirtschaft brummte. Und besonders begehrt war Imhoffs No-Name-Schokolade aus Bulley an der Mosel. Plötzlich haben wir die Firma von Kopf bis Fuß neu angestrichen. Schokoladenpumpe, Rührwerke, Maschine, alles neu. Was ist denn jetzt los? Haben wir gesagt, was ist denn passiert? Und es war abenteuerlich, wirklich. Da waren teilweise 400 bis 500 Frauen in der Saison, wenn Oster- oder Weihnachtssaison war. Und Imhoff hatte plötzlich Geld verdient wie Heu, wie nie zuvor in seinem Leben. Ich war hinter dem Geld her und hinter den Kosten her wie der Teufel hinter der Seele. Ich war ein Kostenkiller und habe also günstig produziert, auf immer modernsten Straßen. Ich habe mir viel investiert, sodass ich also immer sehr preiswert produziert habe. Und das ist das Geheimnis. Mitte der 50er Jahre exportierte Imhoff sogar in die USA. Er wurde Deutschlands jüngster Millionär. Doch die Großen der Branche wollten den Emporkömmling nicht mitmachen lassen. Das spürte er auf einer Sitzung der sogenannten Kakao-Einkaufsgesellschaft. Und der damalige Vorsitzende war Dr. Bernhard Sprengel, der Besitzer der großen Marke Sprengel in Hannover. Und Dr. Sprengel begrüßte alle Mitglieder der Gesellschaft am Eingang des Raumes mit Handschlag. Als sich dann jemand vorstellte als Hans Imhoff, da sank ihm zunächst der Arm herunter. Er musste dann mehrfach schlucken. Ein deutlicheres Zeichen konnte man eigentlich nicht geben. Ja, der Stollwerkstern. Imhoff gehörte einfach nicht dazu, hatte keine Anerkennung unter den etablierten Marken. Sonst noch einen Wunsch? Dreimal darfst du raten. Zigarre? Cognac? Stollwerkpralinen? Erraten. Stollwerk, Sarotti, Sichard oder Sprengel. Das waren die großen süßen Marken der Zeit. Die Ablehnung verletzte Imhoff schwer, beflügelte aber zugleich seinen Kampfgeist. Doch erst folgte der nächste Tiefschlag für den Außenseiter. 1964 fiel die Preisbindung für Schokolade in Deutschland. In vielen Lebensmittelketten und Warenhäusern kostete Markenschokolade plötzlich deutlich weniger. Ob ich nur eine Mark 30 oder 98 Pfennig zahle, das ist für mich fast ein Pfund Brot. Ja, ich habe den Kleinen hier und da hole ich auch viel Schokolade. Und da ist es schön, dass die jetzt billiger ist. Ne? Sonst bin ich im Großhandel gegangen, da kostet auch eine Mark. Und dann kann ich die ja jetzt hier kaufen. Das war schlecht für Hans Imhoff. Denn die Kunden griffen nun zur Markenschokolade. Niemand wollte mehr seine No-Name-Produkte. Imhoffs Liebe hatte immer der Schokolade gegolten.
Für sie hatte er alles riskiert. Jetzt drohte der große Traum eines eigenen Imperiums zu platzen. Es war in dieser schweren Zeit, als Hans Imhoff in Köln die 22-jährige Gerburg Clara Schmidt kennenlernte. Meine Mutter und ich, wir parkten vor dem Domhotel. Es war so später Vormittag und wir wollten eigentlich nach Hause fahren. Und dann war das Auto zugeparkt. Und dann bin ich wie eine Furie da in das Domhotel. Mein Auto ist zugeparkt, da gibt es ein Auto mit einer Zellernummer. Und dann kam er angetänzelt, ne? Ja, was ist denn? Und ganz unschuldig, ne? Ach, hätte ich das gewusst, das habe ich ja gar nicht geahnt, dass sie da weg und so, ne? Er fühlte sich ja auch ein bisschen schuldig und wollte das wieder gut machen und war natürlich der Charme in Person. Und dann hat er so einen Rosenstrauß mir gekauft und fand ich natürlich super, ne? Da mit so einem Rosenstrauß hatte ich noch nie gekriegt. Imhoff hatte sich verliebt. 1967 heirateten die beiden. Das Paar bekam zwei Töchter, Annette und Susanne. Wovon ich eine gute Erinnerung habe, ist, dass wir regelmäßig sonntags am Rhein spazieren gegangen sind, und zwar im Rheinpark. Und dann nicht nur auf den schönen Wegen dort und durch den Park, sondern eben auch direkt an den Rhein gegangen sind und dann Kieselsteine haben fliegen lassen. Und die sind dann so gehüpft übers Wasser und da musste man den richtigen Stein für aussuchen. Und dann hat er uns das beigebracht, meiner Schwester und mir. Und es war immer sehr nett und hatte auch so eine Intimität, wenn wir das gemeinsam gemacht haben. Ich weiß, dass Familie für meinen Vater unheimlich wichtig war. Aber die Details und die Alltagssachen und so im Vaterdasein, ich glaube, da hat er auch einfach keine Zeit, die zu erfüllen. Also die Idee, dass der jemals auf einem Elternabend gewesen wäre oder Schultüten gebastelt hätte oder mit mir ein Referat über das Eichhörnchen vorbereitet hätte oder so, das ist also geradezu abwegig. Er musste was tun. Ich bin ein Macher, hat er mal gesagt. Imhoff plante von Bulley aus seine nächsten Karriereschritte. Durch den Run auf die günstige Markenschokolade war es bei den etablierten Firmen zu Lieferengpässen gekommen. Imhoffs Konkurrenz hatte nun ein Problem. Da sprang der Macher ein und produzierte für die Großen. Doch das funktionierte nur kurzfristig. Imhoff wusste, langfristig würde er nur mit einer eigenen großen Marke überleben. Dazu hatte er das Stollwerk-Imperium in seiner Heimatstadt Köln im Blick. Sein erklärtes Vorbild und Traum aus Kindertagen. In den 60er und 70er Jahren kriselte der altehrwürdige Gigant. Stollwerks Image und Produkte galten als altmodisch. Der Führung fehlte ein geeignetes Konzept. Man hat versucht, seine Produktpalette so aufzublasen, dass man alles bedienen konnte. Also ich meine, es waren um die 1400 Produkte, die Stollwerk nachher anbot, Mitte der 60er Jahre oder Ende der 60er Jahre. Das war einfach zu viel für so ein Unternehmen. Da war da ein Direktor, da war ein Direktor, nicht? Aber der eine machte das, der andere das. Nicht? Da war noch ein Prokurist da, der wollte alles machen. Nicht? Und da war dann ziemlich durcheinander. Die Schokoladendynastie vom Rhein verhedderte sich in einem zu großen Sortiment. Das Geschäftsjahr 70-71 endete mit Millionenverlusten. Vom Wirtschaftsmagazin Kapital wurde Stollwerk zum Versager des Jahres gekürt. Das lag eben an einem Problem der Veralterung insgesamt. Das Unternehmen war von Produkten her, von Maschinen her nicht auch gut aufgestellt für die Zukunft, aber auch an echten unternehmerischen Fehlentscheidungen, muss man auch sagen. Die Manager, die das Unternehmen damals geführt hatten, hatten eben als Manager nicht diese Entscheidungen so gut gefällt, wie man sich erwartet hatte. Auf der Hauptversammlung der Gebrüder Stollwerk AG Köln konnten die Aktionäre ihre Dividende gleich an Ort und Stelle verzehren. Mehr als eine Tafel Schokolade gab es nämlich nicht. Es ist dies Ausdruck einer Entwicklung, die für das Geschäftsjahr 1970 einen Verlust von 7,8 Millionen Mark brachte
und die seinerzeit vom Aufsichtsratsvorsitzenden als eine lebensbedrohende Situation empfunden wurde. Die Deutsche Bank als Hauptaktionär wollte aussteigen. Bankmanager Alfred Herrhausen war damals Aufsichtsratsvorsitzender bei Stolberg und suchte verzweifelt einen Sanierer. Die Deutsche Bank gibt damit ihre Aktionärseigenschaft bei Stolberg auf und verabschiedet sich aus dem Kreis der Anteilseigner. Imhoffs große Stunde. Die lang ersehnte Chance, sein kleines Reich um eine Weltmarke zu erweitern. Hier war sie plötzlich. Doch bei Stolberg rümpfte man nur die Nase. Den kannte keiner nicht, hat jeder gesagt, der ist bekloppt. Und der hat nur eine große Schnauze. Und dann so, ja, da musste einer vom Bullet kommen und uns hier in Köln und sagen, wie die Schokolade gemacht und wie alles gemacht wird. Ne? Doch der Kleinaktionär Imhoff mit nicht einmal 1% der Anteile wurde Aufsichtsratschef beim Giganten Stolberg. Endlich hatte er es geschafft, im Kreis der großen Schokodynastien dabei zu sein. Und Imhoff tat sofort, wofür er gekommen war. Er sanierte das Traditionshaus von Grund auf, zusammen mit seinem Generaldirektor Hermann Neuhaus. Wir haben fleißig zugepackt, wir haben unsere Qualitäten auf ein erstklassiges Markenartikelniveau gestellt. Wir haben eine Menge alte Zöpfe abgeschnitten und wir haben den Pfennig nicht dreimal, sondern 33 Mal herumgedreht. Imhoff hatte das Stolberg-Sortiment von über 1000 auf unter 100 Produkte zusammengestrichen. Doch einen Artikel hätte er besser im Sortiment gelassen. Die Kamelle, das berühmte Wurfmaterial im Karneval. Kamelle war heilig in Köln. Sie zu streichen, kam einem Angriff auf die kölsche Identität gleich. Mit dieser Sparmaßnahme sorgte der neue Stolberg-Chef nachhaltig für böses Blut. Der Vater hatte mit leuchtenden Augen dem kleinen Hans Imhoff erzählt vom Kamellen-Napoleon Franz Stolberg. Und Hans Imhoff ist derjenige, der im Rahmen der radikalen Sortimentskürzung bei Stolberg die Kamelle abschafft. Der Karneval hat dann gesagt, ich will keine Stolberg-Bonbons, das gibt es doch nicht. Ne? Ja, die waren natürlich nicht damit einverstanden, haben gesagt, Mensch, Stolberg-Bonbons müssen doch da sein. Die Karnevalsvereine stehen Kopf und er wird als unkölsch bezeichnet. Wenn man das mit seinem Selbstbewusstsein als alteingesessene Kölner Familie verbindet, ist das der böseste Vorwurf, den man jemand machen kann. Doch Imhoff griff weiter durch, entließ ein Viertel der Belegschaft. Vor allem plante er nun, das wertvolle Stolberg-Grundstück in der Kölner Südstadt zu verkaufen. Ein neues Werk sollte her. Das Ganze ist zu alt. Wir haben industrielle Anlagen und Versorgungsanlagen, die über 100 Jahre hier stehen. Und die Kosten sind einfach zu hoch. Man kann ein altes Auto nicht unbeschränkt fahren. Eines Tages muss am Schrottplatz. Das Werk wurde abgerissen. Der Palazzo Schoko war Geschichte. Stolberg-Chef Imhoff war der Buhmann in Köln. Doch das störte ihn nicht. Er baute eine neue Firmenzentrale am Stadtrand in Köln-Porz und sanierte unerbittlich weiter. Inzwischen entsteht in Köln-Porz die neue Schokoladenfabrik mit modernsten Fabrikationsanlagen und Lagerhallen. Durch Rationalisierung und Automatisierung werden viele Arbeitsplätze eingespart. 436 Mitarbeiter verlassen den Betrieb. Im Januar dieses Jahres fiel die Beschäftigtenzahl noch weiter. Dann wurden Entlassungen vorgenommen, die sicher wehgetan haben. Und wo ich dann natürlich auch derjenige war, der mit einbezogen wurde als Betriebsrat. Ne? Ja, und da wurde natürlich nicht unbedingt gejubelt, ne, darüber. Das waren für ihn die härtesten Jahre, die er unternehmerisch gehabt hat. Der harte Sanierer, der Arbeitsplatzvernichter, der Außenseiter. Ich glaube, dass ein Teil
des Antriebs um Anerkennung erst dann wächst, wenn man auf Ablehnung trifft. Für seine Familie hatte Imhoff kaum Zeit. Zu sehr war er mit der Stollwerkrettung beschäftigt und wollte endlich Anerkennung dafür. Es hat ihn schon getroffen, nicht? Weil er ja eigentlich immer so everybody's darling sein möchte. Und das war nun in der Zeit ja überhaupt nicht. Richtige Kölner Freunde hatten wir da nicht. Und das war auch das, was uns dann verband. Weil ich war nie jetzt nur die Hausfrau, die seine Kinder hütete, sondern auch immer seine Vertraute. Und wo er doch auch mal loslassen konnte. Und das fand ich, das war eigentlich so das Wesentliche an unserer Ehe. Die Familie lebte zurückgezogen, isoliert. Als ich zur Grundschule ging, wohnten wir halt schon in einem relativ großen Haus mit einem wunderschönen großen Park drumherum. Aber eigentlich wäre ich viel lieber in einer Wohnung groß geworden, die genauso groß war wie die von meinen Mitschülern. Und also da gibt es so ein Sinnbild dafür, dass ich immer früher gesagt habe, eigentlich hätte ich mir gewünscht, mein Vater sei Postbote. Als Kind ist es unheimlich anstrengend, Kind von jemandem zu sein, der auch, wenn es nur regionale Berühmtheit ist, die hat. Und natürlich kannte damals jeder meinen Vater und jeder kannte den Namen Imhoff. Und es war klar, wer du bist. Und es ist nicht lustig zu wissen, also wenn jeder weiß, wer du bist. Und es waren die Jahre des Terrors und der großen Entführungsfälle in Deutschland. Vor allem Söhne und Töchter reicher Unternehmer gerieten immer wieder ins Visier. Ich kann mich an Oetker erinnern, Kronzuckers und so weiter. Und mein Vater hatte da unglaublich große Angst vor. Ja? Und wir durften halt nie mit dem Fahrrad zur Schule gehen. Damit warst du halt auch, fielst du auf. Und das wollten wir halt eigentlich nicht. Ja? Martin Schleyer ist in unmittelbarer Nachbarschaft damals von unserem Haus entführt worden. Und die Fahrer sind erschossen worden. Das war 20 Meter vom Eingang meiner besten Freundin. Ich bin jeden Tag durch diese Straße gegangen. Das ist was, was dir als Kind schon unglaubliche Angst bereitet. Für den Unternehmer Imhoff ging es geschäftlich aber weiter voran. Er kaufte Sanierungsfälle. Große Namen lockten ihn dabei am meisten. Sprengel zum Beispiel aus Hannover. Die Marke, deren Chef ihm einst den Handschlag verweigert hatte. Doch da trat eine weitere Branchengröße auf den Plan. Peter Ludwig, Aachener Kunstmäzen und Chef der Monheim-Gruppe, unter anderem mit den Trumpf-Schoketten. Er war die unbestrittene Nummer 1 in Europa und damit Imhoffs großer Konkurrent. Wir haben uns in der Tat auch in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten sehr gut entwickelt und unsere Spitzenposition seit vielen Jahren können wir behaupten. Zwei Konkurrenten mit demselben Ziel. Es folgte ein wochenlanger Kampf um den großen Namen Sprengel. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass meine Mutter mich auf dem Weg zur Schule darauf angesprochen hat und gesagt hat, der Papa kauft da jetzt ein Unternehmen und das läuft nicht so glatt und da gibt es auch in der Presse sehr unterschiedliche Meinungen zu und wenn du da was hörst, dann weißt du wenigstens, worum es geht. Sie wollte mich schlussendlich davor warnen, dass es irgendwelche blöden Sprüche gibt, dass ich vielleicht angefeindet werde deswegen. Im Bieterstreit um Sprengel hatte Machtmensch Imhoff am Ende die Nase vorn. 1979 verleibte er den renommierten Namen seinem eigenen Imperium ein. Irgendwann brach es aus ihm heraus: Kind, ich habe Sprengel gekauft.
Pause. Und ich dachte, es muss irgendetwas Weltbewegendes sein. Aber was zur Hölle ist Sprengel? Erst mit der Zeit begriffen die Töchter, über welches Reich ihr Papa da tatsächlich herrschte. Er nahm sie mit in seine neue Schokoladenfabrik in Köln-Porz. Für mich war ja der Duft immer das, was sozusagen das viel Entscheidendere war. Es war einfach großartig und an sich war die Luft so voll mit dem Duft von Schokolade, von Mandeln, von Süß, dass es eigentlich viel zu viel war. Also gerade am Anfang war das so wie so eine Wand, wo du durchgingst und das war wirklich erschlagend. Das war so für mich so eine sehr eindrückliche Erinnerung von früher. Dieser Duft hat einen wirklich umhüllt von oben bis unten und jedes Mal, wenn ich ins Schokoladenmuseum gehe, jetzt, und ich meine, das ist ja jeden Tag, mache ich einmal diesen hier und ich bin sofort in diesem Gefühl drin. Ein Duft ist etwas, was wirklich am wenigsten vergeht. Ja. Das ist Wahnsinn. Schon bald konnten sie sich satt riechen. Papa hatte sie engagiert, als Schokoladenmädchen, am Fließband in seiner Fabrik. Ich habe also dann die Aufgabe bekommen, die Pralinen, die mit Calvados gefüllt waren, zu überprüfen. Ich war, glaube ich, 15 oder so und das war natürlich toll. Also Schnapspralinen, das ist sensationell. Also ich fand das richtig cool. So von 10 Pralinen waren bestimmt 4 oder so unten drunter nass. Und ich dachte, was soll ich die oben auf das Band tun, dass die wegfahren? Dann habe ich die gegessen. Dann habe ich irgendwie 1,5 Stunden am Stück Schokolade, also Calvados-Pralinen gegessen und bin irgendwie sturzbetrunken vom Stuhl gefallen. Ich werde jetzt noch rot, weil das natürlich ganz furchtbar peinlich war. Und ich glaube, wir haben uns alle sehr viel Mühe gegeben, dass das natürlich überhaupt niemand erfährt, erst recht nicht mein Vater. Besonders auf Tochter Annette hielt Hans Imhoff große Stücke. Denn sie interessierte sich auch für die Geschäfte. In der Zeit machte sich Imhoff schon Gedanken über seine Nachfolge. Früh nahm er seine Älteste mit auf die Süßwarenmesse. Und dann kannten mich immer alle und ich kannte aber niemanden. Und ach, da ist ja wieder die Annette. Und ich so, okay, wieder ein Mann im dunklen Anzug und weiß aber nicht, wer du bist. Kannst du nicht wenigstens deinen Namen sagen? Woher soll ich wissen, wer du bist? Hans Imhoff ging es immer wieder auch um die Wertschätzung seiner Leistung. Lange hatte er das vermisst. Hoher Besuch in Köln. Mit einem ganz traditionellen Scherenschnitt weihte Kinkel bei seinem Besuch eine nagelneue, robotergesteuerte Pralinenverpackungsmaschine ein. Das weltweit leistungsstärkste Gerät seiner Art verarbeitet 1000 Pralines pro Minute. Die Erfolgsgeschichte ging weiter. Und Hans Imhoff kaufte nun auch fachfremde Unternehmen. Etwa die Wäscheleasingfirma La Rosée. Sogar eine Fleisch- und Wurstwarenfabrik übernahm der Schokoladenkönig. Expansion, das Zauberwort der 90er Jahre. Das Imhoff-Imperium wuchs beständig. Nach dem Mauerfall gerade auch im Osten. Ob in Ungarn, Polen oder Russland, überall entstanden neue Stollwerkfabriken. Wir haben schwer investiert. Wir haben so ja seit langer Zeit das erste Mal wieder ein paar Mark von der Bank genommen. Die Bank hat uns darum gebeten, hat gesagt, wir haben so viel Geld, wir wissen nicht, wohin damit, können Sie nicht, was wir brauchen. Und mit diesem Geld sind wir dann nach Polen gezogen, nach Ungarn und haben es da verplempert. So einfach ist das. Imhoff hatte von Köln aus alles erreicht und die Traditionsmarke Stollwerk wieder groß gemacht. Jetzt wollte er sich in seiner Heimatstadt ein Denkmal setzen. Es war Zeit für den ganz großen Wurf. Herr Ludwig aus Aachen, der auch ein Schokoladenfabrikant war, hatte ein Museum in Köln. Herr Sprengel in Hannover, auch ein Schokoladenmensch, hatte ein Museum in Hannover. Und Herr Imhoff in Köln hatte keins. Das stach natürlich schon arg. Das tat richtig weh.
In Sachen Kunst konnte er bei Ludwig oder Sprengel nicht mithalten. Das war nicht seine Sache. Er blieb sich treu und setzte auch hier auf Schokolade. Blieb die Frage, ob ein Schokoladenmuseum für ein großes Publikum interessant sein könnte. Ihr hört die feine Seite hier. So, Gentlemen. Hans Imhoff plante eine Generalprobe und machte sie zur Chefsache. Eine Ausstellung in Köln zur Geschichte der Schokolade. Zusätzlich wollte er noch etwas ganz Besonderes präsentieren. Eine verrückte Idee. Der technische Leiter kam runter in die Werkstatt und sagte, der Imhoff hätte gerne einen Schokoladenbrunnen. Ja, haben wir gedacht, der hat vielleicht nicht mal alle auf der Reihe, aber haben wir gefragt, ja, einen Brunnen, haben wir zuerst gedacht, draußen ist ja vom Haus ein Brunnen, soll der denn jetzt irgendwie umgebaut werden, Wasser raus, Schokolade rein? Nein, nein, es sollen Brunnen werden, die auch mobil ist. Ja, und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie so ein Brunnen aussieht, wie man den machen kann, und dann haben wir experimentiert. Ja, also hier wurden die ersten Versuche mit dem Schokoladenbrunnen gemacht. Und irgendwann ist es passiert, die Düse eingefroren. Pumpe eingeschaltet und klar, der Druck macht die Düsen frei. Und dann wurde unsere Decke mit Schokolade vollgespritzt. Das sind die Reste, die man heutzutage noch sehen kann. Man kann sagen, diese Schokolade ist 28 Jahre mindestens alt. Dann war der Schokobrunnen fertig. Pünktlich zum 150-jährigen Firmenjubiläum hatte Hans Imhoff seine ersehnte Museumsgeneralprobe. Und die Besucher waren begeistert. Der Schokoladenbrunnen war das Herzstück. Dass es so ein Erfolg wird, niemand hätte das für möglich gehalten. Und er hat dort den richtigen Riecher gehabt, wusste, welche Faszination Schokolade auf die Leute hat. Die standen ja ums Haus, war umsonst. Sowas gab es noch nicht. Er hatte alte Maschinen aus den Werken instand setzen lassen, dorthin gebracht. Es war wirklich eine kleine Schokoladenfabrik, die dort lief. Und er hatte sich so vorgenommen, wenn das ein Erfolg wird, dann mache ich was Dauerhaftes. 320.000 Besucher. In nur 6 Wochen. Eine Sensation. Imhoffs Entschluss stand jetzt fest. Was braucht Köln? Köln braucht ein Schokoladenmuseum. Köln braucht das Schokoladenmuseum. Einzigartig in der Welt. Es kann uns keiner vormachen, es kann uns keiner nachmachen. Es kann doch nicht mal jemand kritisieren. Es ist einmalig. Es wird so schön, dass Ihnen das Herz Imhoff stellte 53 Millionen Mark aus seinem Privatvermögen zur Verfügung. Seine Frau Gerburg sollte einen passenden Standort für das Museum finden. Dann boten sie uns irgendwann eine alte Halle mitten im Rheinauhafen an. Und da war der Rheinauhafen noch total tot. Da war gar nichts. Da gab es ein paar alte Hallen, das war es dann auch. Ich habe gesagt, was sollen wir hier? Wie kommen die Leute hier hin? Hier kommt kein Mensch, um zu besuchen. Nein, habe ich gesagt, das ist nichts. Wenn wir hier ein Grundstück kaufen, dann müssen wir ganz vorne eins kaufen. Die Imhoffs kauften das alte Zollamtsgebäude im Kölner Hafen. Inklusive Drehbrücke und dem markanten Malakow-Turm. Nur 13 Monate dauerten die Bauarbeiten auf der Halbinsel am Rhein. Am 31. Oktober 1993 wurde das Museum feierlich eröffnet. Hans Imhoff schien am Ziel. Global Player war er längst. Seine Konkurrenz hatte er im Griff. Und jetzt war etwas wirklich Einmaliges in Köln entstanden. Wunderschöner Tag, ein glücklicher Mann, was will er noch mehr? Der Traum war Wirklichkeit geworden. Seine Begeisterung für Schokolade mit allen Menschen zu teilen und sich selbst in der Geschichte Kölns zu verewigen.
Doch nur Monate später drohte die Katastrophe. Hochwasser. Der Rhein stieg im Dezember 93 so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zum ersten Mal seit über 10 Jahren hat das Hochwasser die Kölner Altstadt überflutet und das in einer Höhe, wie sie nur alle paar Jahrzehnte eintritt. Zuletzt war das Wasser 1927 höher als heute. Auch das Schokoladenmuseum hatte es erwischt. Die exponierte Lage direkt am Rheinufer erwies sich jetzt als Fluch. Wir waren im Winterurlaub, mein Mann hing nur am Telefon. Und das Wasser stieg und stieg und stieg. Es war ein Graus. Das Museum soff ab. Millionenwerte wurden vernichtet. Das Schokoladenmuseum sieht aus wie ein Schiff. Und dann war es ein Schiff. Und es schwamm. Und der ganze Keller war voll Wasser. Und es gibt gigantische Fotos davon, wie das Schokoladenmuseum einfach versinkt in einer braunen Masse. Es war ja wirklich ein Jahrhundert Hochwasser. Und das Drama war, die gesamte Technik war abgesoffen. Wir hatten wirklich einen gigantischen Schaden von mehreren Millionen. Aber das stand nie in Frage, dass das wieder aufgebaut wird. Imhoffs Museum wurde zwar gerettet, doch Aufbau und Wiederaufbau hatten dem Schokokönig gesundheitlich schwer zugesetzt. Imhoff musste sich um die Thronfolge in seinem Imperium kümmern. Was das Museum betraf, schien eine Lösung naheliegend. Ich schrieb noch meine Diplomarbeit und die wollte ich eigentlich in Ruhe fertig schreiben, ein bisschen reisen und dann mal ein Trainee-Programm machen oder irgendwie sowas. Und dann fragt mein Papa mich, ob ich Geschäftsführerin Museum werden will. Das war total irre, dass sein Baby-Schokoladenmuseum nach einem Jahr er in meine Hände gibt. Doch die entscheidende Frage blieb die Nachfolgeregelung für den gesamten Konzern. Imhoff fiel es schwer loszulassen und den Platz an der Spitze eines Weltkonzerns zu räumen. Sie haben ein Leben lang um etwas gekämpft, um etwas zu werden, zu machen, zu tun. Und Sie müssen das natürlich eines Tages da lassen. Nicht? Das ist unser menschliches Schicksal. Und das ist gar nicht so einfach. Ich bin relativ schnell rausgefallen, weil ich war immer auf der sozialen und pädagogischen Schiene unterwegs. Ich glaube, ich habe ihn in großen Teilen tatsächlich sehr enttäuscht, dass ich da nicht auf seiner Linie so laufen konnte, wie er sich das gewünscht hat. Also die Einzige, die es hätte machen können, wäre Annette gewesen. Und er hat das ja auch angeboten. Willst du das nicht machen, Schätzchen? Ich sollte es bekommen, ich sollte es auch machen. Ich habe mir aber nicht zugetraut, wirklich den gesamten Stollwerk-Konzern zu führen. Ich glaube, ich bin eine gute Unternehmerin, aber man muss seine eigenen Grenzen kennen. Und die Schuhe wären zu groß für mich gewesen. Ich hatte nie so viel Kraft wie mein Vater. Die Firmennachfolge noch ungeklärt, der König geschwächt. Eine heikle Situation für Imhoff. Zu einer Zeit, in der Schulden in dreistelliger Millionenhöhe drückten und vor allem der Handel mit den Discountern wenig Gewinn abwarf. Nun stand auch seine Marke Sprengel in Hannover vor dem Aus. Das dortige Werk machte ebenfalls Millionenverluste. Eine Schließung war unvermeidlich. Wut und Enttäuschung bei der Demonstration vor der Kölner Stollwerkverwaltung. Etwa 150 Jahre lang wurde in Hannover Schokolade produziert und jetzt das Aus, kurz vor dem Jubiläumsjahr. Er immer verkauft und kauft, so wie es ihm passt. Und die Betriebsräte erfahren davon relativ spät oder nur gerüchteweise. Das darf er, das soll er, aber da muss er auch damit rechnen, dass die Kolleginnen und Kollegen Angst um die Arbeitsplätze haben. Denn das, was heute dort passiert, kann überall sonst in der Welt, in Europa und auch in Deutschland passieren. Auch der Kölner Zentrale ging es nun immer schlechter. 2002 verkaufte Imhoff notgedrungen sein Stollwerk an einen Konzern in der Schweiz. Der Schokoladenkönig hatte sein Reich verloren, das Reich seinen König.
Im Januar 2005 wurde die Produktion in Köln dann endgültig eingestellt. Und morgens hieß es dann um 6 Uhr alle in die Kantine. Da waren also fast 200 Mann saßen da. Ja, und dann kamen die Geschäftsleiter, die Geschäftsführung, die kamen dann vorbei und sagte uns mehr oder weniger, die Firma wird Ende des Jahres geschlossen. So, und da war es mucksmäuschenstill. Und so hat man uns dann mehr oder weniger gesagt, ja, es ist vorbei. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich habe in der Produktion gearbeitet, als Bandführerin. Ich bin sehr traurig, dass jetzt Stolberg zumacht. Ich weiß nicht, ich habe keine Worte mehr dazu. Ein Scheißgefühl. Vor allem, wenn man sieht, wie die Anlagen so Stück für Stück die Firma verlassen. Ist also kein schönes Gefühl. Eine Ära ging zu Ende. Auch für Hans Imhoff. Einer seiner letzten öffentlichen Auftritte. Wo sonst als in seinem Schokoladenmuseum. Als ich dann im Museum war, nachher, da ist er dann mit dem Rollstuhl mal reingekommen und ich musste ihm helfen oder auch dem Chauffeur helfen, dass er immer in das Auto reinkam. Und das war schon ein Schock für mich, weil ich kannte ihn ja vorher als vitalen Menschen, voller Energie. Da konnte ja auch, naja, da konnte ja schon laut werden, ne, wenn er musste. Und auf einmal hat man dann da einen hilflosen Menschen. Und dann sagte auch ein sehr guter Bekannter, also Frau Imhoff, Ihr Mann machte ja immer den Eindruck, dass er nie jemanden braucht. Aber heute merke ich, dass er jemanden braucht und dass er nicht mehr so stark ist. Das ist das Leben. Der Vollblutunternehmer starb im Dezember 2007. Stolberg in Köln ist heute weitgehend Geschichte. Reste der alten Fabrik nur auf dem ursprünglichen Firmengelände. 177 Jahre nach ihrer Gründung ist die urkölsche Marke aus Köln verschwunden. Aber nicht ganz. Denn im Schokoladenmuseum leben die Namen Stolberg und Imhoff weiter. An einem Ort, dessen Faszination weit mehr als eine halbe Million Menschen Jahr für Jahr anlockt. Hier wird sogar heute noch produziert. Wenn auch nicht mehr unter dem ursprünglichen Namen. Doch vor allem ist es die eine Attraktion, die die Besucherherzen höher schlagen lässt. Der Brunnen. Die Idee eines wahren Schokoladenkönigs. Vor genau 25 Jahren. 400 Kilo. Und davon sind 80 Kilo reine Schokolade. So gut schmeckt mir das.